Einen wunderschönen guten Tag. Heute kümmern wir uns mal um die Buchecke. Mit der kann man so neckische Sachen machen. Und da kann man jetzt zum Beispiel Ringe draus machen, Kugeln draus machen, kleine Blumentopf draus machen, Auffädelungen draus machen. Ja, wie das geht, zeige ich euch jetzt nur schnell. Eine einfache Auffädelung geht ja jetzt praktisch so. Wieder den Draht runter, rüber, rum und den anderen Draht hoch. So nehmt ihr praktisch gleich die nächste. Wieder runter, einmal rumwickeln und wieder hoch. Also das sieht dann nachher eben so einfach aus. Ja, so eine ganz einfache Reihung. Und die nehme ich sehr gerne in Steckschalen, eben auch in Sträuße. Oder eben, wie ich jetzt hier schon gezeigt habe, dass man sich eben auch so einen Kranz machen kann. Kranz kann man, jetzt ist auch eine Idee, dass man sich eine Kugel andrahtet und die dann einfach hier durchzieht und dann praktisch um diese Kugel rum und das schön in den Strauß reinzieht. Sieht dann sehr neckisch aus. So, hier gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe immer hier diesen goldenen Draht genommen. Also wer jetzt zum Beispiel in seinem Zimmer hier ja, eine Lampe hat oder irgendwas, was in Silber, dann immer Silber nehmen. Oder ansonsten eben, wer jetzt Goldenes im Zimmer hat, dann immer Goldenes nehmen. Also in einem Raum sollte man sich schon entscheiden. Ich nehme jetzt hier mal so eine kleine Perle. Eben so ein Stück Draht. Nehme ich die Buchecke einmal so, fädel das hier lang. Das schneide ich jetzt hinten auch den Stiel ab und nehme die Perle von der anderen Seite und habe jetzt hier in meiner Buchecke eine kleine Perle drin und da drehe ich jetzt diesen Draht und mache mir jetzt praktisch, muss mal gucken, habe ich hier welche zu liegen, hier mache ich mir mehrere fertig und schwinge dieses, wie wir früher immer, kleinen Blümchen auf der Wiese, den Kranz gebunden haben, genauso nach diesem gleichen Prinzip mache ich das jetzt hier auch, indem dass ich das praktisch einmal anlege, um den letzten rum hier durchziehe und runterkippe. Desto enger man das natürlich macht, desto dicker wird dann der Kranz. Und okay, klar, kann man jetzt unterschiedliche Perlen auffädeln, ob jetzt aus Holz, aus Keramik, aus Eisen, jetzt Weihnachtsperlen und alles, was man hat. Und natürlich kann man jetzt dieses auch so zu so einem Blumentuff so schön zusammenfassen, am Kranz verarbeiten, im Weihnachtsgesteck verarbeiten. Man könnte sich jetzt einzelne Blumen direkt jetzt so machen wie Blüten. Man kann das sehr gut eben auch an Sträucher befestigen, bis hin zum Weihnachtsbaum. Ja, wer mich unterstützen möchte und den es gefallen hat, der kann meinen Kanal abonnieren oder mal darauf drücken, auf das Händchen, dass ihm das Video gefallen hat. Ich danke euch. Schönen Tag.